Ich denke, jetzt geht's zum letzten. Und da wird nochmal richtig aufgetrumpft. Da kommt bestimmt wieder der Hockeymann. So, noch jemand? Ach, von da, okay. Können eigentlich schwören, dass. Gehen, gehen, gehen. Noch jemand? Möchte noch jemand? Möchte noch jemand? Boah, ey, Leute, Schwede, Alter, Schwede, Schwede, Leute. Böse, böses Spiel, ganz böses Spiel. Aber ich kann mir mal richtig vorstellen, dass das jetzt so der Vorletzte oder so ist, der da, der komische Six da, der, wie ist der Typ? Hell yeah. Hell yeah. Und jetzt kann ich ganz normal zurücklaufen oder was? Was ich nochmal machen werde, ist hier hinten nochmal zu dem Drug Dealer, weil ich habe jetzt gerade noch ein paar Drogen aufgehoben. Ein paar Drogen aufgehoben. Ein paar Drogen aufgehoben. Okay, dann machen wir nochmal F2, F1 und Ender. So, Dankeschön. Oh. So, wieder ein bisschen Knete. Dann kann man die vorne beim Waffenmann wieder ausgeben. Müsste man halt so ganz für was. Aber naja. Oh, geh nochmal zu dem Waffenhändler. Boah. So. In Besitz, in Besitz, in Besitz. Das ist schön. So lobe ich mir das. Kann ich mir kaufen, ersetzt dann aber meine Waffe, was mir dann schon wieder total auf den Sack geht. Ich möchte erstmal dieses Special-Dinger kaufen. Special-Dinger. Koll. Ach ja. So. Das ist das nächste Special-Ding. In Besitz, Maximum. Jetzt gucken wir mal, was wir noch so kaufen können. Komm, wir fangen mal von hinten an am besten. Ja. Die habe ich schon. Oder 6. Okay, Pech. Ich möchte aber bitte zu ihr wechseln. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. F1 bestätigen. So. Oh, ich habe wieder. Ich drücke mal falsche Tasche. So falsche Tasche. Ich habe eine Scheiße. So, runter zu, natürlich. Den da weg. Den da weg. Den da weg. Dann natürlich noch den da weg. So. Hast du Ruhe? Ja, sieht ganz dann aus. Das hier mal noch einsammeln. Aber ich habe total vergessen, dass es ja auch diese Dealer gibt. Von daher ist es doch gar nicht so schlecht, dass ich mir den Scheiß auch wirklich einsammle. Boah. So. Da steht er doch, der komische Denglischer. Okay, I did what you asked. Now you need to get me to 666. I know that you don't like him. But don't worry, nobody does. Look, I don't get the plus time for this. And I can't get away to make a final delivery today.
If you just do a quick delivery to Lost Valley City, I will be free to help you. You're wasting my time. There's gotta be somebody else. They won't help you in there. Nobody will. I told you, the people are too scared. Fine. You know, you're not very organized for a German. My beef isn't with you, but it can be. You understand? Naja, I am understanding. Do this and we are good, ja? Ist wirklich ein Deutscher, hab ich doch geahnt. Merkt man doch mal Akzent. Und Dialekt. Akzent. Dialekt. Akzent. Und Dialekt. Akzent. Ach ja. Aber warum machen sie die Deutschen? Naja. Ich möchte da jetzt nicht drauf eingehen, warum dieser Deutsche unbedingt eine Glatze haben muss. Wahrscheinlich, weil es ein Biker ist. Und Biker haben nun mal entweder lange Haare oder Glatze. So ein verficktes Klischee! Halt, Karte. Wow! Wow! Ich will mich doch echt verarschen hier, die Leute. Das meiste ist das einfach mal... Ja, du Arschloch! Damit habe ich jetzt irgendwie gerade nicht gerechnet, muss ich sagen. Stopio Wikigil. So dumm. Da fährt halt einfach. Boah. Nein, ich möchte bitte. Ach, zum Glück. Das ist auch so zusammenhanglos. Jetzt fahre ich da hin und bin dann wieder da. Denke ich. Als würde das Prospekt übergeben. Das ist bestimmt eine Frau. Ach nein, okay. Kurz Nase rüben. Warte. Ich hab dazu echt keinen Bock. Gib mir jetzt die Waffe raus. Nimm jetzt die Waffe. Du Wichser. Ich kann nichts machen. Ich kann nichts machen. Ich kann einfach nichts machen. Ich kann nichts machen. Ich kann einfach mal nichts machen. Warum sollte ich das auch? Ja... Ja, das wollte ich doch gerne sehen. Komm her. Komm her. Komm her. Autsch. Ach Leute. Einfach mal abknallen, den Wichser.
Geh zu Bike zurück. Okay. Und jetzt hau ich bestimmt einen Deutschen gleich tot. Weil der Deutsche mich jetzt in eine Falle gelockt hat. Mhm. Der böse Deutsche. What a blöd man. He turned up and expect me to just tell him where to go. While he was looking for my weed, I find Mr. 666 and tell him the situation. And this guy brings the weed back. Fucking Discop. I am thinking he is a dead guy. Zink again. Oh, muss doch. Stop! Please. Why do you idiots never do things the easy way? Now where is 666? He's at Old Moon Ranch. The hippie commune? Yeah. Gone to shake them down for their feet. You better not be lying. Der 666. Ist der jetzt eigentlich der Boss? Weil irgendwie hätte ich jetzt Bock auf den Endboss. Aber ich muss sagen, auch wenn es nicht der Endboss ist, nach diesem Stargate mache ich dann erstmal Schluss. Weil, bleh. Ganz ehrlich, ich bin müde. Und dieses Spiel langweilt mich irgendwie zu Tode. Warum ist denn immer alles so verschwommen? Ja. Die kann man nicht wegstoßen. Warum auch? Alter. Ja. Geh mir einfach mal auf den Sack, du Füll. Alter, was machen wir denn hier? Alter. Ich glaube, der hatte ja auch noch den Befehl bekommen von einer Stelle weiter oben. Also ich denke mal, ich bin doch drunter durch, Leute. Oh Mann.
Also das heißt für mich, dass das noch kein Endboss ist, denke ich mal. Ach, was denn? Gorillas also, ja? Oh Mann. Da hinten ist eine Karte. Yay, Karte. Nochmal bitte. Hallo? Ah, da oben. Ah. Kein Problem. Ach, da ist ja noch einer. Ja. Oh Mann, warum zieht sich das denn alles so? Vogel. Ja, jetzt hat er mir noch hier ein Dings hingelegt und jetzt gleich hat der LKW los, genau. Irgendwie so, wie es erwartet hat er. Alter, was mach ich? Achso, klar. Lad noch. Hätten wir aber bloß einen Weg versperrt. Also von daher ist es eigentlich noch gut gelaufen. Ich dachte jetzt. Ich werde mich nicht mit der Hand werfen. Ich habe keinen Bock auf dieses sinnlose Scheißgekämpfe. Ich hab bestimmt die Hälfte wieder liegen lassen. Ich wüsste doch, das ist Schwachsinn. Mir ist egal. Blauer LKW. Was ballert er denn so dämlich? Da kommt wieder hoch. Einen schönen. Oh, noch einer. Okay, jetzt. Noch einmal einer. Hä? Der hat beim Schießen getreten. Und wieder von vorne. Ey, fick dich, fick dich. Ich bin mir sicher, dass das wieder von ganz vorne losgeht. Nee.
cool. Am nächsten. Dankeschön. Was macht denn der da? Wenigstens versteckt er sich da dahinter. Kann ich wenigstens kaputt machen. Und der hält mich nicht länger auf. Stell mal, hält mich nicht länger auf.